zwei große Punkte. Das Explizite, was er gesagt hat, war, die Umverteilung wird größer, weil dann die Bauern sich irgendwie oder die Leute, die dort arbeiten, sich aussuchen können, wohin sie dann gehen, und das Geld wird irgendwie umverteilt. Aber wohin wird es tatsächlich verteilt und woher wird es genommen? Es wird von den lokalen, also von den Bauern, die jetzt lokale Grundnahrungsmittel anbauen, dahin verteilt, dass sie das anbauen, was der Westen haben will. Denn ihr gebt denen nicht nur höhere Preise und höhere Löhne, die sie dafür bekommen, sondern auch noch bessere Arbeitsbedingungen. Dann wird jeder genau das anbauen, was der Westen selbst nicht fair herstellen kann, sowas wie Kaffee und Kakaobohnen. Und dann haben wir die Umverteilung eben genau davon, dass Grundnahrungsmittel nicht mehr angebaut werden, sondern nur noch für den westlichen Markt produziert wird, noch viel schlimmer, als wir es heute schon haben. Und dann war so der große Überpunkt, den beide gemacht haben, wie gut das für die Leute hier ist. Und da gehen wir total mit und kaufen euch das alles ab. Und es ist auch wichtig, den Leuten vorzuschreiben, dass sie Gutes tun sollen, wenn es tatsächlich gut ist. Aber genau das ist es eben nicht, weil wenn wir uns nämlich die andere Seite der Welt angucken, dann haben wir da drastische Schäden und genau dann ist es eben nicht mehr gut und dann kann man es auch nicht als gut verkaufen und genau dann darf der Staat es auch nicht vorschreiben. Und das ist das, was die erste Opposition auch noch nicht so klar gemacht hat. Die haben zwar viele Schäden aufgezeigt, aber die haben nicht tatsächlich erkannt, wie schlimm die Lage ist. Und dafür müssen wir vor allem nochmal darum über die Ausnahmen reden, also die Ausnahmen, die wir selbst im Westen nicht produzieren können, einfach aufgrund der geografischen Lage und deshalb weiterhin exportieren müssen und die, wie kaufmännischer Mechanismus, dann fair bezahlt werden müssen. Nein, danke. Gucken wir uns doch mal nochmal genauer an für die Analyse, wer diese Fairtrade-Produkte herstellt. Das sind zum einen eben die Bauern und Unternehmen im globalen Süden, die irgendwie da Verträge abgeschlossen haben. Und was wir auch schon gesehen haben, das sind vor allem zum Beispiel die europäischen Länder, weil die einfach diese Bedingungen haben. Diese Bedingungen für das Fairtrade-Siegel sind relativ gering, weil die Arbeitsbedingungen in den Ländern, wo sie angewendet werden, richtig beschissen sind. Und deswegen erfüllt fast jeder das europäische Land und jedes Produkt, das hier hergestellt, diese Standards schon jetzt. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und gucken, was gerade passiert, dass wir zum Beispiel gerade ein Freihandelsabkommen mit den USA uns überlegen und dass wir, dann kriegen wir natürlich auch dort unsere Grundnahrungsmittel her. Dann sind natürlich die unser erster Handelspartner, wenn wir mit denen ein Freihandelsabkommen haben und nicht die Leute, mit denen wir weder ein Freihandelsabkommen haben, die wir dann auch noch höher bezahlen müssen, als wir tatsächlich müssen. Dann kaufen wir lieber das aus Europa und den USA, was sogar noch subventioniert ist und sowieso jeden Preis schlagen kann. Nein, danke. Und dann gibt es hier zwei Wege, die passieren können. Entweder die Produkte werden substituiert mit diesen Produkten, die wir eben schon haben. Und das sind vor allem die meisten Grundnahrungsmittel, die wir jetzt schon verkaufen. Und dann gibt es die Ausnahmen. Zum Beispiel Kaffee, wie ich reden möchte. Und die werden jetzt höher bezahlt, das heißt höher als zuvor und noch höher als auf dem Weltmarkt vorher. Und dann bekommen die Arbeiter auch noch gute Arbeitsbedingungen mit dazu. Das sind also drei Anreize für jeden Händler, Farmer, Unternehmer im globalen Süden, genau diese Produkte herzustellen, seine Felder, die er hat, genau mit diesen Produkten zu bestellen. Und er hat noch nicht mal irgendeinen Anreiz für den lokalen Markt anzubauen, weil er selbst ja ein Feld für sich reservieren kann, wo er irgendwie dann seine eigenen Grundnahrungsmittel anbaut, die er dann für seine Familie und vielleicht auch für seine Freunde nutzen kann, vielleicht auch noch für sein Dorf, wenn er sehr solidarisch ist. Aber er hat absolut keinen Anreiz, die Produkte in sein eigenes Land zu verkaufen und zum Beispiel in andere Städte, die im Norden oder im Süden, je nachdem, wo der Bauer halt. Ihr gebt ihm also ganz, ganz viele Anreize, jetzt nicht mehr das anzubauen, was tatsächlich die Leute dort benötigen. Gerade wenn wir uns angucken, dass es dort auch ab und zu vor allem für die Grundnahrungsmittel Dürreperioden gibt, die sehr auf das Wetter angewiesen sind, dass durch den Klimawandel auch noch immer unvorhersehbarer wird. Und wenn dann sowas passiert, wenn jetzt wieder eine Dürreperiode kommt und der ganze Weizen und der ganze Reis, den sie anbauen, irgendwie dahin ist, dann haben sie nicht mal mehr noch irgendwie was, dann haben sie noch weniger als zuvor, weil sowieso von vornherein weniger angebaut wurde. Wir sehen also, dass dieser Schaden noch viel größer ist, als wenn ihnen einfach nur Arbeitsplätze verdienen.
verloren, sondern es gehen auch Lebensmittel für diese Länder und für die Menschen, die vielleicht nicht von die vielleicht nicht arbeitslos werden, weil sie in anderen Sparten Unternehmen tätig sind, selbst denen geht es schlechter, weil sie diese Lebensmittel nicht mehr auf den Märkten so kaufen können wie zuvor. Bitte rufen. Abgesehen davon, dass das wie eine Status-Quo-Analyse klingt, habe ich die Frage für dich, warum sind im Moment, wo es ja jetzt schon Fairtrade-Produkte gerade in so politisch aktiven Kreisen, die sich viele Gedanken über sowas machen, warum ist das okay oder denkst du, dass man die auch noch verbannen sollte? Sind Fairtrade-Produkte einfach schlecht? Als Nein, sind sie nicht, aber das ist ja ein ganz anderer Maßstab. Wir haben im Moment ein paar wenige Unternehmen, die sich dann natürlich auch damit rühmen, die natürlich damit dann auch mehr Gewinn machen, weil es abgesetzt werden kann. Und die suchen sich einzelne Bauern, einzelne Plantagen. Das ist ein minimaler Anteil von dem, was alles dort angebaut wird. Das sind vielleicht 1% der gesamten Kaffeeanbaus, die wir dort haben. Das sind 1% der gesamten Kakaobohnen, die dort angebaut werden. Dann haben die anderen Farmer trotzdem noch den Anreiz, wenn sie solche Handlungspartner, die ihnen keine Fairtrade-Bedingungen anbieten, gute Arbeitsbedingungen anbieten, die verkaufen das dann lieber auf dem lokalen Markt. Da wissen sie, was sie bekommen, da wissen sie, dass sie nicht von oben oktroyiert bekommen, wie sie ihre Sachen anzubauen haben, unter schlechten Arbeitsbedingungen, dass sie Pestizide benutzen müssen, die sie vielleicht gar nicht benutzen müssen. Da haben sie noch Anreize tatsächlich für die Leute, die in ihrem eigenen Land leben, das anzubauen, was dort benötigt wird und was dort abgesetzt werden kann. Und das nimmst du ihnen, indem du ihnen so viele Akteure gibst, die jetzt diese Fairtrade-Produkte brauchen, weil sie einfach so hoch mit Strafsteuern belegt werden, dass das sich einfach nicht mehr lohnt, dass die ganzen Leute, andere Unternehmen im Norden finden, die genau das ihnen anbieten, die genau diese Verträge ihnen anbieten. Und das nicht wie jetzt ist, dass das eben nur ein kleiner Prozentsatz von dem ist, was angebaut wird. Wenn wir also auf der Regierungsseite haben, das ist moralisch gut, was Gutes zu tun, und wir dürfen das auch vorschreiben, wir dürfen auch die Leute dazu zwingen, was Gutes zu tun, dann müsst ihr prüfen, ob das, was ihr tut, auch tatsächlich gut ist oder ob ihr nur behauptet, dass es gut ist und dann tatsächlich dort die Auswirkungen tatsächlich schaden, weil dann ist es nämlich nicht gut und dann dürft ihr